Oh, Moment, Moment, Moment. Wir haben doch. Genau, einmal kurz die neu erworbenen Häuser. Ach, weißt du was? Machen wir einfach so. Ja, schnelle Reise, komm. Jo. Hopp. Bevor wir uns da um die ganzen anderen Quests und sowas kümmern, müssen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Tagesordnungen abklappern. Aber das sieht man dann ja. Halt die Klappe, ich feuer dich gleich. Erhebt euch, der König! Als gute Person ist es viel cooler. Heute werdet ihr entscheiden, was mit dem alten Viertel in Bowerstone passiert. Stätte des Kampfes um Albion. Page gibt ihren Vorschlag ab. Reaver wird die Sache anfechten. Also sprecht. Eure Majestät, unser Sieg hat die Stadt sehr viel gekostet. Ihr habt noch nicht viel zur Verbesserung der Lebensumstände eures Volkes beigetragen. Aber es ist nie zu spät. Baut das alte Viertel neu auf, sodass die Leute wieder einziehen können. Ihr helft damit nicht nur den Notleidenden. Es wäre auch eine Botschaft an das Volk. Sie haben Angst, Majestät. Zeigt ihnen, dass sie auf euch zählen können. Eure Majestät, das alte Viertel wurde durch euren ruhmreichen Triumph verwüstet. Aber wie der Name schon subtil andeutet, es war alt. Die Kosten für den Wiederaufbau des Viertels sind eine kolossale Geldverschwendung. Und die Leute, die die zerfallenen Straßen und Häuser ihre Heimat nennen, sind ohne besser dran. Abgesehen davon muss man sich fragen, was sie unserer Gesellschaft bieten. Wieso Häuser für Dumme und Unfähige bauen? Ich empfehle euch, Pages Vorschlag abzulehnen und das Geld für wichtige Vorhaben zu sparen. Eure Taten haben die Zerstörung verursacht, Majestät. Aber die endgültige Entscheidung liegt bei euch. Und wieder einmal, ich als Spieler, normaler Spieler, würde auf jeden Fall das Viertel aufbauen. Ich meine, 550.000 ist so schnell wieder eingenommen. Aber als böser Charakter, als Protagonist. Lass mich ausreden, wenn ich gerade rede. Psst. Respektiere meine Autorität. 550.000. Wer soll sich das denn bitte leisten? Gold auftreiben, um uns zu verteidigen, sieht bald ganz Albion so aus wie das alte Viertel. Oder schlimmer. Von dem Geld kaufe ich mir lieber ein paar Prostituierte oder irgendwie sowas. Oder nice. Aber das alte Viertel wieder aufbauen? Es ist alt. Was sollen wir da? Nein. Wir haben die Schäden zu verantworten. Um Gottes Willen. Wir sollten etwas tun. Halt die Klappe. Wir haben keine Zeit, Häuser zu bauen. Wir haben andere Prioritäten. Antrag abgelehnt. Der König hat sich entschieden. Das alte Viertel soll ein Denkmal unseres Sieges werden. Es soll unverändert bleiben. Die Vernunft siegt. Und keine Angst. Ich sorge dafür, dass eure Entscheidung euch keine negative Presse einbringt. Ihr vernachlässigt jene, die euch am meisten brauchen. Ich frage mich, ob sich seit dem Sturz eures Bruders wirklich etwas geändert hat. Ja, hat es. Ich bin jetzt auf dem Thron. Das ist das Wichtigste. Trotz der herzlosen Forderungen gieriger Mitbürger können wir verkünden, dass das historische alte Viertel von Bowerstone für immer als Denkmal für den größten Triumph der Stadt konserviert wird. Begrüßt gemeinsam mit mir, Reaver, unser stolzes Erbe. Aus rein finanzieller Sicht wäre es doch eigentlich gar nicht so blöd gewesen. Hier sieht er 339 Tage auf einmal. Wäre das doch eigentlich gar nicht so blöd gewesen. Und nein, jetzt quatscht er gleich wieder. Gibt es etwas Herrlicheres als einen schönen Haufen Gold? Ja, zwei schönen Haufen Gold. Vergib mir die rhetorische Frage, aber wir schlagen uns wirklich gut, wenn wir auch das Ziel noch nicht erreicht haben. Der erste Punkt auf unserer Tagesordnung könnte Auswirkungen auf unsere finanzielle Situation haben. Das Jahresbudget für die Stadtwache muss festgesetzt werden.
Budget? Stellen können, verstehen sich die Leute gerne über Verbrechen und die fehlende Sicherheit. Sie fordern mehr Wachen, als euer Bruder jemals gewillt war zu bezahlen. Ihr habt drei Möglichkeiten. Belasst das Budget, wie es ist. Immerhin haben sich die Leute mittlerweile an Mord, Diebstahl und Schmuggel gewöhnt. Erhöht das Budget und füllt die Straßen mit Soldaten, die für Ordnung sorgen. Eine kostspielige Lösung. Oder macht einen überlegten Schritt und reduziert das Budget. Was bringt ein geordnetes Königreich, wenn es zu arm ist, um sich gegen seine unausweichliche Vernichtung zu schützen? Ja, und dann marschiert der Feind ein und wir haben keine Wachen darum. Das ist auch bescheuert. Also erstmal meinen Gedanken von vorne zu Ende führen. Aus rein finanzieller Sicht wäre das auch viel praktischer gewesen, das alte Viertel neu aufzubauen. Ich meine, da könnten wir Häuser kaufen und vermieten und haben das Geld so schnell wieder eingenommen. Aber nein, auf so eine Idee kommen die ja gar nicht. Ich meine, okay, ein Jahr ist jetzt auch nicht unbedingt so lang, um so massiv viel Geld anzuscheffeln. Es sei denn, wir machen es vielleicht wie Burkina Faso, obwohl das auch ein paar Jahre gedauert hat, wenn ich mich recht erinnere. Sollen wir denn die Schatzkammer wegen ein paar Krimineller schröpfen? Außerdem wäre es in Albion furchtbar langweilig. Wo bliebe die Abwechslung? Wachen. Das ist auch wichtig. Aber wir können es uns nicht leisten, die zu erhöhen. Und wenn wir die senken, haben wir gar keine Wachen und dann geht alles im Bach runter. Genau. Warum wegen so einer harmlosen Sache Änderungen vornehmen? Die Leute fühlen sich also nicht sicher. Ist das in Anbetracht der Umstände so schlimm? Wir sollten uns jetzt um die restlichen Punkte der Tagesordnung kümmern. Wenn ihr einmal sehen wollt... Entscheidet über die Einrichtung des Schlosses, entscheidet über die über den Status Auroras, tretet eine Reise voller Abenteuer und Entdeckungen an. Okay. Wie ihr sehen könnt, habt ihr einen harten Tag vor euch, aber es wird sicher Spaß machen. Ich liebe es zu dekorieren und kann eure Wahl gar nicht abwarten. Jasper ist viel cooler als du. Die Inneneinrichter erwarten euch im Thronsaal. Ja. Wir nehmen einmal ganz geschwind das Geld aus der Staatskasse raus. Ah ja, da war auch irgendwas ganz Blödes, und zwar, dass man irgendwie nur bis 5 oder 1000 oder so gehen kann maximal. Und da muss man alles nochmal, man kann nicht irgendwie einen Wert eintippen, nein, man muss die Taste gedrückt halten. Okay, oder es geht nur bis 1 Million oder so. Jo, mein Gold. Dann haben wir jetzt 3,4 Millionen. Oh. Ich bin schon lange Abonnent? Wie sieht denn das aus? Hier sind die ganzen Häuser. Wenn wir das renoviert hätten, könnten wir uns das alles kaufen und vermieten. Glaube ich. Ach. Nennte Schlossdesign Wochenblatt. Die Herausgeberin erwartet euch. Ich will unbedingt ein Autogramm von... Ja. Erstmal werden wir nämlich unsere persönliche Bilanz auf, ich glaube, 6 Millionen bekommen. Hochpushen sozusagen. Dann überweisen wir alles an die Staatskasse und alle sind happy. Hier müssen wir lang. Bitte Haltung annehmen! Der König von Albion! Was machen die beiden denn da? Heute geht es um die Dekoration des Schlosses. Okay. Zwei der besten Innenarchitekten Albions sind hier, um ihre Vorschläge zu präsentieren. Also sprecht. Kann man es nicht einfach so lassen? Euer Majestät, mein Name ist Herman Worthy. Ich habe ein Design für euch im Kopf, das euch einfach umhauen wird. Oh, das ist so schön. Stellt euch ein himmlisches Design vor. Ah, himmlisch. Die Hallen vertreibt. Die Schatten. Tolle Kombination heiterer Nuancen. No. Die der Welt sagen, ich bin ein mächtiger Anführer. Hört mein Gebrüll. Oh Gott. Ihr seid ein erleuchteter König. Ja, das bin ich. Danke. Ja. Himmlisch? Heiter? Schön. Soll man euch als Herrscher kennen oder als Narr? Ich bin Sybil Maleficent, eure Majestät. Ich sage euch, die Leute respektieren,
was sie fürchten. Dieses Schloss sollte eine Festung der Angst sein. Ich schlage vor, die Räume und Flure mit Blut zu fluten. Oder zumindest mit etwas Gleichwertigem. Sollen alle, die diesen Palast sehen, vor Angst erzittern. Ob es nun eure Untertanen oder Feinde sind. Es klingt trivial, aber Äußerlichkeiten können die Meinung des ganzen Reichs beeinflussen. Ihr habt die Wahl, Majestät. No, eine gute Einrichtung, das wäre so schön. Ich bin ja schließlich ein guter Herrscher und Blümchen und Schmetterling. Komm, sag noch mal was, Junge. Studium oh Gott, nein, wenn nehmen die böse ein Einrichtung. Umfeld überall gute Stimmung verbreitet? Ja, Studium. Ich möchte eine Festung des Schreckens. Ja. Yeah. Die Leser des Schlossdesign-Wochenblatts werden von eurer klugen Wahl begeistert sein. Ich selbst denke ernsthaft darüber nach, mein Abonnement zu kündigen. Hm. Ihr seid Hexen. Hinaus mit dir, Junge. Entscheidet über den Status Auroras. Oh, das wird interessant. Ja, ich drücke darauf annehmen. Heute entscheidet ihr über die Zukunft Auroras, Majestät. Mhm. Kaelin wird für ihr Volk sprechen. Reaver wird die Sache anfechten. Mal wieder. Also sprecht. Ich fordere den versprochenen Schutz ein. Schon sehr lange leidet mein Volk unter Gewalt und einem Leben in Unsicherheit. Wir hatten die Ehre, mit euch um Albion zu kämpfen und wollen nun Teil des Königreichs werden. Berichtigt den Fehler eures Bruders. Helft uns, Aurora wieder aufzubauen und beschützt es wie euer eigenes Land. Es ist höchst nobel, andere Kulturen zu würdigen. Ich für meinen Teil wäre glücklich, Aurora als Teil von Albion zu zählen. Aber für das Privileg müssen sie natürlich arbeiten und ich weiß zufällig, wie sie uns gute Dienste leisten können. In der Wüste Auroras liegt eine stillgelegte Mine, die genug Material für das gesamte Königreich enthält. Lasst uns Kaelin und ihre Leute einstellen, um mögliche Ressourcen zu sammeln. Das kann ihr Lohn sein. Ihr wollt uns zur Arbeit zwingen. Na ja, halten wir uns nicht mit Semantik auf. Das ist ein fairer Handel. Ihr brecht euren Eid sicher nicht. Ihr wisst, welche Qualen wir erlitten haben. Ihr habt die Wahl, Eure Majestät. Wenn wir die Wahl von Reaver nehmen, dann sind wir aber trotzdem in Albion drin und wir können da hinreisen und Häuser kaufen, oder? Ich meine, wir können ja die Mine eröffnen, die da arbeiten lassen und den trotzdem Wachen hinstellen. Das ist doch nicht so schwierig, Jungs. Mensch, wir haben kein Geld, sorry. Aurora wird ein Teil von Albion. Für dieses Privileg muss das Volk arbeiten. Er hat gesprochen. In Aurora sollen Ressourcen abgebaut werden. Dem Volk wird der Schutz der Krone im Austausch für seine Arbeit gewährt. Ihr seid nicht besser als euer Bruder. Er hat uns zwar dem Tod überlassen, aber ihr beutet uns nur aus. Kurzfristig, mein Liebchen. Kurzfristig. Willkommen im neuen und verbesserten Aurora, einer Oase der Freundschaft, des Teamgeists und wertvoller Ressourcen. Besucht die Stadt, die Reaver-Werke aus Sand gebaut haben, und die Minen, in denen ihr Zeugen des enormen Arbeitseifers der Auroraner werden könnt. Aurora, ein Juwel in der Dunkelheit. Eine gute Entscheidung habt ihr getroffen, Majestät. Eure Popularität in Aurora hat zwar gelitten, aber die Menschen in eurer Nähe sind nicht allzu besorgt. Das könnte sich als profitable Sache erweisen. Wo wir gerade von Aurora und Profiten sprechen, es gibt da vielleicht ein paar aufregende Neuigkeiten.
Anscheinend hat eine Gruppe Forscher aus Albion in der Wüste von Aurora einen seltenen Diamanten gefunden. Sie haben die Legende dieses außerordentlichen Juwels von den Einheimischen gehört und sich ungeachtet aller drohenden Gefahren sofort auf den Weg gemacht. Das erklärt auch, warum nur einer von ihnen lebend zurückgekehrt ist. Er kam mit leeren Händen und faselte etwas von wüsten Kreaturen, die den Schatz bewachen. Denk doch nur an all den Ruhm, an das Abenteuer, die Romantik, die Unsummen an Geld, die das bedeutet. Der Diamant befindet sich in einer der Höhlen unterhalb der auroranischen Einöde. Dort soll sich ein verlassener Tempel befinden. Ihr müsst ihn nur holen. Der Wüstenstern geht zur auroranischen Höhle. Endlich dürfen wir uns mal frei bewegen hier.